Wir könnten Onan's... Warte, was war Onan's Streak? Onan's Streak war das, wo man nicht daneben schießen darf, oder? Matt the Brain, 6 Monate, resub. Wie viel Dank? Red Redemption, please. Nein! Ich will nicht Red Redemption machen, okay. Wir können aber die gute Onan's Streak machen. Oder versuchen. Mein Ziel ist Isaac. Ich meine, an sich muss ich einfach nur ein bisschen ruhig bleiben. Immer schön durch die Hose atmen und dann kann ja auch nichts schief gehen. Kackhaufen 10 übrigens. Ja, ich weiß. Ich habe die Challenge mal ein bisschen gemacht. Doppelte Cursed Rooms. Verlockend? Ich glaube, ich nehme erstmal eine Bombe mit, um mein generelles Überleben zu sichern. Jetzt säumig. Das wäre nicht gut. Oh, cool. Cool, 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 cool. Gib mir den Schlüssel. Ich kann es nicht wegdrücken. Ich lasse nämlich gerade A gedrückt, um mein Ding jetzt aufzuladen. Ach shit, ich habe nur ein Herz. Ich habe nur ein halbes Herz. Sagen wir mal, das war ungünstig, weil auf einmal dieser Shitboss kam. Ich denke, ich werde lieber bei dem Buch bleiben. Nicht mein Lieblingsboss. Wenn man mit Chocolate Milk gezielt schießen muss. Muss ich leider sagen. Nein. Au. Nicht mein Lieblingsboss für die Challenge. Jetzt Brainworm und es ist GG, easy. Hier lieber Spoonbender. Sag mal, müssen wir jetzt alle miesen erste Ebene Bosse durchgehen oder was? Ich meine, den finde ich nicht ganz so schlimm, aber... Gut fühle ich mich jetzt auch nicht damit. Soulheart, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, direkt weiter. Man bekommt die Boss, die man verdient. Ich habe ihn besiegt. Nein, oh Gott, er lebt noch. Oh Gott. Ich glaube, wenn ich jetzt weiterhin... Oh, wenn ich die Taste nicht gedrückt hätte, hätte er jetzt einfach losgefeuert. Das wäre nicht gut. Direkt ein halbes Herz für nichts. Nee, da will ich nicht rein. Oh, nö. Dankeschön. Puh. Ich habe das Gefühl, die Challenge wird schief gehen. Ich meine, ich habe bisher nur einmal daneben geschossen, aber... die beste Sache ist, dass ich mir Zeit lassen kann, würde ich sagen. Wisst ihr, was ein gutes Item für diesen Run wäre? Ein gutes altes Nordleaf. Das wär's doch. Das wär's doch jetzt. Kannst du übrigens feuern und dann den Raum verlassen, falls du loslassen willst. Okay, wenn man den Raum verlässt, dann kann man loslassen. Das ist ganz angenehm. Das stimmt überhaupt nicht. Oh nö, nicht den Schlüssel dafür ausgeben. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe Schaden genommen. Ich habe kein Geld für ein Soulheart. Gutes Item für die Challenge. Es ist ein gutes Item für die Challenge. Denn die Träne hat eine deutlich höhere Range inzwischen. Raum verlasst, bevor die Träne hittet. Ach so. Das Trinket würde ich mitnehmen. Da habe ich ja nichts gegen. So, ich habe auch genug Geld für ein Soulheart. Will ich? Wir gehen rein.
Nein! Ich bin echt nicht gut darin. Ich bin echt nicht gut darin. Ich glaube, ich sollte einfach aufgeben, die Taste loszulassen. Das scheint nicht gut für mich zu klappen. Würde das Prinzip mit Tiny Planet funktionieren, dauerhafter Schaden? Tiny Planet hat keine unendliche Range. Irgendwann fallen die Tränen von Tiny Planet auch runter. Dementsprechend denke ich, Tiny Planet wäre sehr ungünstig für... Oh mein Gott, schau ich den Schaden an. Ich habe nicht mal das Buch aktiviert gehabt. Ich hatte noch nicht mal das Buch aktiviert. Nee, der will ich jetzt gar nicht mehr schenken. Oh, der Shotspeed jetzt. Dank der Sicherheitsnadel. Oh Gott. Der Run ist so stark bisher. Ich sage es euch, My Reflection nach dem Buff solltet ihr nicht unterschätzen. Ach, gib Pengo den Shop reinzugehen. Tiny Planet ist sowieso selten eine gute Idee. Ich würde sagen, Tiny Planet ist nie eine gute Idee. Tiny Planet ist schon echt mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ein Runkiller. Und wenn es kein Runkiller ist, dann macht es den Run einfach schwächer. Ich weiß, dass es Platz 3 oder so war meiner Top 10 The Binding of Isaac Rebirth Items. Die Zeit sind vorbei. Wir alle müssen irgendwann erwachsen werden. Oh, das bringt überhaupt nichts. Okay. Wenn ich aufgeladen reingehe, ändert das nichts. Naja. Reicht doch mal, einen Gegner direkt so zu killen. Ich kann mich ein bisschen besser positionieren. Ich denke, es ist ein gutes Pickup für den Run. Das ist ein gemeiner Kerl. Och, komm schon. Damage ab und... Ich sollte das Buch mitnehmen, weil mehr Damage brauche ich nicht wirklich. Besser als Damage? Ja. Yeah. Okay. Da sehen wir uns also alle einig, dass Book of Revelations der richtige Move ist. Ne, ich werde den Engel nicht bekämpfen. Ne, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Oh Gott, mit dem Shotspeed ist es echt schwierig zu feuern und dann den Raum zu verlassen. Okay, und es ist gleich 12 Uhr. Das heißt, ich werde gleich mein Video veröffentlichen. Mein Video... Das Video mit der Loki-Puppe habe ich noch nie gesehen. Ha, also von dem Übergang gerade. Habt ihr das mal gesehen? Ich meine, wahrscheinlich. Na, will ich nicht. Bookworm könnte für die Challenge schwierig werden. Stimmt, dann würde... Ah, fuck. Vielleicht war Bookworm ein Fehler. Vielleicht war Bookworm ein Fehler. Ah, fuck. Ich meine, wir werden es herausfinden. Finden es heraus. Fällt mir noch ein Tweet ein. Ich habe ein Video über Nick-Serien, deren
Existenz ich lange vergessen habe gemacht. Hier ist die URL zu jenem Video. Doppelpunkt. Der Witz funktioniert nicht, weil Twitter die Links verschwinden lässt und direkt zum Video macht, aber wir tun mal so, als ob der nicht so wäre. Sonst sollte ich noch ein Bild hinzufügen. Ich denke, ich sollte mich für Yakety Yak entscheiden. Der alte Yak. Bitte liken, favorisieren und abonnieren. Ja, machen die eh nicht. Das machen die doch eh nicht. Okay. Das war würziger Damage gerade, mein Gott. Okay, bisher hat mich Bookworm noch nicht umgebracht. Ich würde es sehr gut finden, wenn auf jeden Fall von dir der 3-Kammer-Erdnuss wäre. Ja. Ah, okay, Bookworm wird mich umbringen. Drei-Kammer-Erdnuss ist auch mein liebster 10 Jahre alter Joke. Okay, Bookworm bringt mich um. Ich denke, das war's, ehrlich gesagt. One makes you small. Bookworm war wirklich keine gute Entscheidung. Shit. Das Spiel will aber auch wirklich, dass ich Bookworm mitnehme. Ich denke, wenn ich eine Chance auf Unverwundbarkeit habe, sollte ich sie mitnehmen. Schon wieder Bookworm Shot. Will ich das schon einsetzen? Ich glaube, ich will das Buch noch nicht einsetzen. Na, dann wiederum, ich sollte. Oh Gott, haben wir wieder 2 Schüsse. Der Witz mit der 3-Kammer-Erdnuss ist an diesem Punkt schon so alt. Ich denke, Möge kriegt bis heute noch Nachricht und Bilder davon. Nein. Oh mein Gott, 2-mal getroffen wegen... Oh mein fucking Gott. Warum sollten Leute mir irgendwelche 3-Kammer-Erdnuss-Bilder oder so schicken? Das ist, wie du schon sagtest, sehr alt. Es kommt nicht so oft vor, dass mal jemand anmerkt. Okay. Schießt der so schnell hier gerade? Schießt du so schnell, Alter? Oh mein Gott, wenn ich einen kleinen Meat Cube Mann zusammenbauen könnte, wäre das super hilfreich. Wenn ich ihn angreifen lassen könnte. Oh mein Gott. Vielleicht ist das die Lösung. Ich sollte aber noch nach einem Secret Room suchen. Euer Camo Andis und Cube of Meat, ist das eine gute Combo? Kann ich damit ein bisschen cheesen?
So ein bisschen Käse wäre nämlich schon echt hilfreich. Nicht so gut wie Nordleaf, aber ja. Oh, ich wünsche, ich hätte jetzt... Ich meine, in dem Run, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass ich Nordleaf hätte. Ich muss ehrlich sein. In dem Fall hätte ich nichts dagegen. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich Wiki-Eintrag von dir gelesen habe und dort stand, er verehrte die drei sogenannte Dreikammer-Erdnuss als eine Rarität und eine Art Gottheit. Ich habe das Gefühl, als eine Art Gottheit ist ein bisschen überzogen, aber ja, gute Dreikammer-Erdnuss. Ja, das war eine gute Taktik, aber hast du mal von Meat Boy und Nordleaf gehört? Nee, das ist so fucking risky. Au! Ich bereue es. Ich bin gar kein Fan hiervon gerade. Ich sag's euch, wenn... Ich nehme aber keinen Schaden, wenn ich dann diesen Meat Boy hab, der Projektile abfeuern kann und die dann daneben fliegen, oder? Nee, davon nehmen wir doch keinen Schaden. Nein! Oh Gott. Oh Gott, ich sterbe. Außerdem von Railer. 12 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Pillen mitnehmen. Jetzt hast du Virgo. Hat Virgo Einfluss auf Pillen? Ja. Oh. Oh. Speed up. Ist okay. Breed, hör auf jetzt. Au. Gott, der Buckwurm macht mir solche Angst. Der will mich doch umbringen. Bomben sind natürlich eine wichtige Angriffsquelle für mich. Ach, fuck. Ja, ich habe das Gefühl, dass mit dem Cube of Meat ist auch nicht die Lösung für mich. Das ist, funktioniert auch nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte. Verzeihung? Ist was daneben geflogen? Ich meine, scheinbar... Gute Sache ist, dass ich die 2 Fliegen pro Raum immer bekomme. Die sind super hilfreich mit meiner aktuellen Angriffsstärke. Außerdem von Luna, 3 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Frage ist natürlich, das Video jetzt schauen oder erst später. Ich würde das Video schauen. Und ein Like dalassen. Au. Egal, Batterie, alles gut. Der Bookworm macht mir sehr große Angst aktuell. Und neben dem Bookworm macht mir auch die Tatsache, dass ich dann gegen Mom kämpfen muss, Angst. Ach, fuck! Ich habe das Gefühl, durch My Reflection im Bookworm muss ich mich auf so viel gleichzeitig konzentrieren. Hallo. Hallo. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt an dem Punkt. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Schau das Video später und donate lieber 10.000 Euro. Wäre auf jeden Fall ein fairer Ausgleich. Mich auch gewundert, wenn er da ist, ehrlich gesagt. Okay. Au.
Nein, warum ist der so schnell? Oh Gott. Oh, das war so schlecht. Wafer? Wafer TBH, 100% Wafer. Ich denke, Holy Mantle hätte auch viele Vorteile. Aber ja, Wafer ist für die Bosskämpfe dann besser. Ich denke auch, dass Wafer die richtige Entscheidung ist. Lass mich jetzt mal eben noch den Secret Room suchen. Holy Mantle hilft mir halt nicht im Kampf gegen It Lives und Isaac. Beziehungsweise generell auf den Ebenen auch. Weil wenn ich einmal getroffen werde mit Holy Mantle, nehme ich trotzdem direkt ein ganzes Herzschaden dann. Holy Mantle wäre vor den Ebenen, wo man ein ganzes Herzschaden nimmt, auf jeden Fall besser. Aber da wir da nicht mehr sind, ist denke ich, ist Wafer wahrscheinlich besser. Okay, ich weiß nicht, wo der Secret Room ist. Mies. Mies. Okay, weiter geht's. Ich wünschte, ich hätte schon den Meat Boy. Das wäre extrem hilfreich. Fliege. Dankeschön. Aber wir haben leider noch keinen. Ich werde ihn generell erst ein bisschen später bekommen. Er macht keinen so guten Schaden. Oh Gott. Oh nein! So eine Scheiße! Okay. Ich habe wieder ein Soul Heart. Ich habe wieder ein Soul Heart. In Wurm kommt nur der Holy Light Reiter. Nö. Es gibt noch zwei, die da kommen können. Den Holy Light und der mit den Sensen. Das sind noch zwei verschiedene, oder? Oder täusche ich mich gerade? Verwundbarkeit. Ach. Fucking Meat Boy. Der Self-Damage ignoriert die Unverwundbarkeit? Was? Oh Gott. Ich glaube, ich bin tot. Punching Bag? Oh, das ist überhaupt nicht gut. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe das Fass hin neben ihm aktiviert. Ach du meine Fresse. Geil, Soul Heart. Und dann will ich noch die Batterie kaufen später. Candle. Meint der Candle ist eine gute Idee? Ich weiß, ich kann mir die Candle gar nicht leisten. Ich habe gar kein Geld für sowas. Dann meine ich, ich habe nicht mal fast das Geld dafür.
bin. Also wenn ich die Candle habe, wäre ich nicht auf das Buch so sehr angewiesen, weil ich Wafer habe. Gott! Aber... ich denke nicht, dass ich mir das leisten kann. Und Punching Bag hat wie immer alles noch so viel verwirrender gemacht. Schön. Schön, 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 schön. Ich nehme Schaden, wenn ich mit einer Träne daneben schieße. Moment, hier kann ich Mr. Boom einsetzen. Zweiter Begleiter. Oder generell Begleiter. Yes! Ich muss nicht mehr selber feuern. Ich muss nicht mehr selber feuern. Ich habe jetzt Ghost Baby und Meat Boy. Hier haben wir noch ein paar Herzen. Achtung bei Begleiter wegen Conjoined. Ist okay, ich habe nur einen. Der für Conjoined relevant ist. Oh Gott. Nicht sicher, wie ich keinen Schaden genommen habe, aber das ist okay. Ja, yeah, Conjoined wäre ein absolutes RIP. Ich mag diesen Raum nicht. Vor allem kann ich jetzt auch nicht mehr rübergehen. Au. Es war ein bisschen lustig zu sehen, wie die Träne langsam zu mir zurückkehrt. Lebt noch jemand? Nee. Soul of Cain. Ja, lebt noch jemand? Nee, hä? Soul of Cain hat auch nicht viel gebracht. Warum mache ich einen zusätzlichen Raum? Fuck! Oh Gott! Ich habe in diesem Raum so viel Schaden genommen. Es... Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich kann mit den HP nicht zu Mom gehen. Vielleicht kriege ich noch eine Aufladung. Und es sieht schlechter und schlechter aus für mich. Ist das nicht fantastisch? Oh mein fucking Gott. Okay. Okay. Puh. Ich habe überlebt. Das ist erstmal das Wichtige daran. Kein Secret Room. Secret Room. Die Ironie. Ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Sie ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Two of Diamonds, Wahnsinn. Two of Diamonds. Speed up. Die Pillen hauen mich auch nicht um.
Dann würde ich sagen. Was geht's? Rote Marm ist so gut. Warum ging das daneben? Ich bin so froh, dass ich mich nicht mit den Gegnern, die sie spawnt, auseinandersetzen muss. Ich meine, am besten wäre es, wenn ich mich generell nicht mit ihr auseinandersetzen müsste, aber... Kann ja nicht alles haben. Nee. Davon will ich gar nichts haben. Warte, wenn ich Lavas einsetze, verliere ich dann ein Herz? Ja? Yeah? Shit. Okay, dann ist gut, dass ich nicht eingesetzt habe. Weil man sich, ob man ein Herz wirklich verliert oder ob man nur einen leeren Container dann bekommt. Gott. Aber ein Herz zu verlieren, kann ich mir nicht leisten. Wenn ich den Meatboy bekomme, können wir es noch schaffen. Möchte ich anmerken. Wenn ich ihn nicht bekomme, sieht es sehr schlecht aus. Sehr schön, schwarzes Herz behalten. Dann nehmen wir dem noch die Kiste mit. Ich bin auch ganz froh, dass ich soweit Ghost Baby noch habe. Nee, lass mal. Gar keine Lust, mich jetzt mit dem Sand auseinanderzusetzen. Nein, rechts ist auch noch nicht das Secret Room. Okay. Oh. Hätte ich mal den Skeleton Key mitgenommen. Hätte ich... Ah, nee, warte. Goldene Kiste kann ich gratis öffnen. Stimmt, dafür habe ich das Trinket. Oh, Soul Heart. Wichtig. Wichtiges Soul Heart. Gar kein Fan davon, dass dieser Kampf gerade kam. Wisst ihr das? Gar kein Fan davon. Außer von CM Waldi, frischer Sub, wie lieben Dank. 4 Fäuste für dein Gameplay. Für oder gegen? Muss es ausgerechnet der herumhüpfende Shit-Gegner sein. Okay. Okay. Hätte schlechter laufen können. Hätte besser laufen können. Aber es hätte auch schlechter laufen können. Einer lebt noch. Wer lebt noch? Der lebt noch. Okay. Außerdem von der Terror Seas. 6 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Ja, das ist eine Challenge, was ich mache. Wenn ich daneben schieße, komme ich auf die Schnauze. Danke, Bomber. Oder Ghost Baby. Je nachdem, wen ich dafür danken will. Okay. Langsam aber sicher kommen wir voran.
Und ich habe noch die Hoffnung, dass ich vielleicht einen Cube of Meat bekomme. Ich meine, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich einen bekomme, oder? My Reflection hat in dem Fall sogar was gebracht, was komisch war. Imagine, er würde jetzt noch Ludovico mitnehmen. Ludo wäre so gut für diesen Run. Ich meine, Ludo kann ja nicht daneben gehen. Oder Almond Milk. Ja, Almond Milk wäre sehr stark. Ich werde ich noch den Secret Room mitnehmen. Wird wahrscheinlich hier oben sein. Oder Ludo macht den permanent Damage? Nee. Ludo geht ja nicht. Ich nehme ja dann Schaden, wenn die Träne kaputt geht. Und das passiert bei Ludo nicht. Ludo verschwindet ja nie. Außer man hat gewisse Items, wo Ludo explodiert und dann zurückgesetzt wird. Okay, ich habe nicht einen Secret Room gefunden. Das ist absolut fantastisch. Misproptose ist gut für die Challenge, nicht auch gut für die Challenge sein. Nee. Fuck. Warte, bekomme ich, von dem bekomme ich das Pferd, oder? Fuck. Ja, der gibt mir das Pferd. Ja, das ist ein RIP. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gegen den gekämpft. Und wir haben das Pony bekommen. Und kein Deal! Über dem L-Raum habe ich versucht, nach dem Secret Room zu suchen. Weil danach jemand gefragt hat. Was wäre hier links einfach? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir weiter. Pony größer als Buch. Ich sehe schon. Rasix ist gerade in seiner, Brony-Phase. Oh mein Gott. Berkano. Ich setze Ernstes auf der Ebene ein. Ich würde sagen, wie ich es hier einsetze, auf der nächsten Ebene. Aber ich kann es auch einfach hier einsetzen. Oh Gott. Ihr müsst auch treffen. So, wenigstens habe ich jetzt ein paar Begleiter, die Gegner für mich killen können. Egal, egal, egal. Ein paar Begleiter, die ein paar Gegner für mich killen können. Und je weniger ich selber angreifen muss, desto besser für mich. Vor allem das Robo-Baby macht gerade gute Arbeit. Okay.
Puh. Ich sollte nicht zum Zwischenboss gehen. Habe ich gerade spontan beschlossen. Okay, soweit so gut. Secret Room mitnehmen. Secret Room mit. Ich glaube, ich hätte die Bombe gerade erwischt, oder? Ach, so eine Scheiße. Rück mal was raus, Alter. Gönn doch mal. Oh mein Gott. Ich glaube, ich will die Glühbirne mitnehmen. Oh, eine Blutkugel aus dem Stein hat mich erwischt. Oh Gott, warum bin ich hier reingegangen? Oh mein Gott, na... Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Oh Gott. Nein, 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 nein. Mich kann doch nicht die ganze Scheiße erwischen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, warte, ist überhaupt. Ist das gut? Ich meine, unter normalen Umständen wäre es gut, aber ist es in dem Fall gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bleibe lieber bei der Glühbirne. Aber es ist hart, bewegt sich nicht, ist gut. Ja, aber ich will nicht so schnell. Besser als die Glühbirne? Ich sehe schon keine Glühbirnen-Fans. Okay. Ich mache jetzt noch den Raum, damit ich dann, bis It Lives noch eine Aufladung habe von meinem Buch. Ich sag's euch, Wafer... Oh mein Gott, die Worldkarte. So wichtig für die Kathedrale. Wafer carried den Run. Es ist der stille Run-Retter aktuell. Man bekommt nicht viel von ihm mit, aber er carried absolut komplett alles. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich mag das gar nicht. Okay. Ja, das wäre schon echt dumm mitzunehmen. Weiter geht's. Ja. Einfach mal mitnehmen. Machen wir uns später Sorgen drum. Wisst ihr, ich dachte, der Punching Bag wäre eine Last für mich, aber vielleicht hilft er doch ein bisschen. Oh Gott. Ihr seid auch so ein bisschen nervig, wisst ihr das? Au. Bisschen knapp abgeschossen gerade. Kein Greed, kein Greed, kein Greed. Dankeschön. Ich denke, es hilft mir ungemein dabei, Damage gegen Isaac auszuteilen. Ich sehe schon, Leute stimmen mir sogar zu.
Ups. Ich habe schon eine Befürchtung, dass das ein Hot-Take werden könnte. Das ist eine vernünftige Feuerrate. Den Raum mochte ich gerade gar nicht. Wisst ihr das? Das mag ich aber sehr. Dann nehmen wir doch noch ein paar Herzen mit, bis wir zu Isaac rübergehen. Kann man ja nicht genug von haben. Oh Gott. Kann der Olle Greed bitte hier weggehen? Dankeschön. Okay. Ja, ich würde sagen, ich bin absolut gut vorbereitet. Oh Gott, nein, 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 nein. Warum habt ihr eine blöde weiße Fliege, die Projektile abblockt? Hä? Hört auf, meine Projektile abzublocken. Okay. Jetzt gilt's. Ich denke, dadurch, dass ich Wafer habe, bin ich... Ich stehe auf der sicheren Seite. Warum bewegt sich Isaac auch nicht so viel? Ich meine, bisher. Ich denke, das ist machbar. Ich meine, ich hab schon fast gewonnen, also... Shit. Ich mag es nicht, dass er immer abhaut, wenn meine Bombe gerade dabei ist, ausgelöst zu werden. Sag mal, kann ich auch ausweichen? Und wir haben es. Oh. Auf jeden Fall haben wir Nierensteine. ja, das Bild war interessant.